Der Hype um GameStop scheint jetzt böse zu enden. Ist es da Zufall, dass ein anderer Hype, nämlich Bitcoin, jetzt wieder ein bisschen Auftrieb bekommt? Wohl nicht, denn Bitcoin hat einen riesigen Vorteil gegenüber GameStop. GameStop ist ein Unternehmen, das messbar ist, das nachprüfbar ist. Da kann ich sagen, okay, hier Bewertungsniveaus sind im Vergleich zu anderen Unternehmen gerechtfertigt, absurd. Günstig oder teuer bei Bitcoin kann ich das niemals sagen, denn Bitcoin ist ein Heilsversprechen, nämlich die Welt zu heilen vom endlos vermehrbaren Fiat-Geld. Dementsprechend ist das niemals nachprüfbar und dementsprechend ist das Ponzi-Schema Bitcoin auch sehr viel erfolgreicher und dauerhafter als eben ein solcher Hype um eine Aktie wie GameStop, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Es war ja nur eine Frage, wann diese Geschichte platzt und wie weit sie noch eskalierte. Das war die einzige Frage. Wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Diese Frage werde ich in diesem Video versuchen ein bisschen zu beleuchten. Zunächst mal die Verlierer, die spät eingestiegen sind bei einer Aktie wie GameStop. Gestern dann After Hours der Schlusskurs $85.20. Ohne GameStop wäre der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, über 1% gestiegen. Mit GameStop, aufgrund dieser gestiegenen Marktkapitalisierung, ist er unverändert geblieben. Ganz anders als etwa der Nasdaq, der gestern ja deutlich gestiegen ist. Also man sieht, dass dann auf die Indizes auch eine solche Aktie wie GameStop große Auswirkungen hat. To the Moon, das ist jetzt eine neue Dimension, die hier ins Spiel kommt. Wir müssen vielleicht astronomisch ein bisschen umdenken, den Mond vielleicht dann ein bisschen verrutschen, ein bisschen verschieben. Jedenfalls, ich hatte gestern schon diese wunderbare Cartoon gezeigt, wo ein älterer Herr, ein späterer Boomer, hier am Lagerfeuer sitzt und seinen Enkeln erzählt, wie großartig dieser Kampf gegen die Hedgefonds war, auch wenn es die eigenen Ersparnisse vernichtet hat. Greater Fool Theory, das hatte ich gestern gesagt. Es ist die Entscheidung, eine Aktie zu kaufen, von der man weiß, sie ist viel, viel zu teuer, aber in der Erwartung, es gibt einen, der bereit ist, oder es gibt immer noch mehr Leute, die bereit sind, höhere Preise zu erzielen. Genauso ist es gekommen. Und ein ähnliches Schema, wie gesagt, liegt bei Bitcoin vor, nur ist dieses System eben raffinierter, weil abstrakter, weil komplett dezentral, auch wenn hier schon dieses GameStop-Ding natürlich auch ein Stück weit dezentral war, wenngleich es lokalisierbar war, vorwiegend in diesem Subreddit Wall Street Bets, nicht nur, aber vorwiegend. Dementsprechend, Bitcoin ist einfach viel abstrakter. Aber was ist Bitcoin? So hat es der Vermögensverwalter Andreas Beck, auch ein Mathematiker, by the way. Es gibt ja viele Bitcoin-Freaks, die mathematisch sehr interessiert sind, sagen, das ist pure Mathematik, ja genau. So wie Religion pure Schrift, ist nicht wahr. Also dementsprechend hier Andreas Beck hat gesagt, Bitcoin ist ein Anrecht für nichts auf niemanden und das trifft es wahrscheinlich. Die Frage ist, wie lange dieses Ponzi-Schema laufen wird. Ist es wirklich eine Alternative zu einem anderen Ponzi-Schema, natürlich dem Fiat-Geld? Das ist die große Frage. Bitte, das ist alles natürlich von mir schwer zu kritisieren, was der böse Andreas Beck hier sagt. Ich bin ja auch in der Glaubensgemeinschaft Bitcoin inzwischen eingetreten und glaube den Aussagen der Schriften der Bitcoin-Heiligen. Dementsprechend sehen wir jetzt eigentlich die Frage, wer profitiert denn von solchen Systemen? Und das ist bei Bitcoin wie bei GameStop, sind es die Early Adopters, wie sich die nennen, also die frühen Übernehmer, diejenigen, die ganz früh dabei sind. Es gibt hier mathematische Modelle, die zeigen, wie solche Dinge funktionieren. Die Innovatoren, eine ganz schmale Schicht, dann frühzeitige Anwender, um und bei 13,5%, dann kommt eine frühe Mehrheit, das sind dann etwa ein Drittel der Leute, dann kommt eine späte Mehrheit, das sind diejenigen, die dann bei $400 bei GameStop eingestiegen sind. Und dann gibt es die Nachzügler, die haben bei 200 nachgekauft und dennoch ist mehr als die Hälfte des Kapitals jetzt, stand jetzt bei GameStop dann erstmal futsch. Also das ist so ein Versuch, ein bisschen das mal grafisch darzustellen, mathematisch darzustellen, wie solche Prozesse funktionieren, die sich ja immer wiederholen. Genauso wie Schneeballsysteme sich ja immer wiederholen. Ich hatte gestern ja gesagt, eins ist sicher, die Menschheit lernt nicht aus der Geschichte. Wir haben immer wieder dieselben Mechanismen, immer wieder dieselben Phasen. Und immer wieder wird gesagt, diesmal ist alles anders und dann ist es doch wieder wie immer. Zumindest ein Stück weit. Dementsprechend ist das nicht erstaunlich. Einer dieser frühen Adopter ist jetzt namentlich bekannt, Keith Patrick Gill, der sich als CFA bezeichnet. Das ist eigentlich ein Vermögensverwalter auch.
der bei Mass Mutual gearbeitet hat, einer Versicherung, 34 Jahre, der hat in den letzten beiden Tagen 19 Millionen Dollar verloren, nannte sich Trader Deep Fucking Value, auch eine interessante Bezeichnung, jedenfalls 19 Millionen Dollar verloren, hat aber immer noch 22 Millionen Dollar auf dem Konto, hat mit 50.000 Dollar angefangen, also der hat ein paar Verluste erlitten, aber er ist einer der großen Gewinner und der kann jetzt weiterspielen, viele andere werden nicht mehr weiterspielen können. Für die heißt es jetzt Game Over und wurde ja oft gesagt, das ist der große Kampf gegen die Hedgefonds. Hier zum Beispiel ein Hedgefonds, der 3,1 Milliarden an Assets hat, war einer der großen Gewinner, hat 200 Millionen gemacht, indem er einfach mitgelaufen ist, mit hier auf GameStop gesetzt hat, im Wissen, dass eben die andere Hedgefonds short sind in GameStop und große Schmerzen haben. Also das, da zählen auch eben Hedgefonds zu den Gewinnern. Jetzt sagt sich die Aufsicht und sagen sich die Verantwortlichen wie Janet Yellen, oh, da müssen wir mal drüber sprechen. Da hat die Janet gesagt, ja, lasst uns mal hier über die Entwicklungen bei den Retail-Investoren sprechen, wie bei GameStop, da müssen wir doch was tun. Das wird jetzt sozusagen in Fahrt kommen. Die Regulatorik wird anlaufen, da wird man sich die Frage stellen, was ist da genau abgelaufen. Da wird man auch die Frage klären, warum hat Robinhood zum Beispiel bestimmte Aktien wie eben GameStop nicht mehr angeboten aufgrund der Clearinghäuser. Das hatte ich mehrfach gesagt, das wird dann wahrscheinlich auch nochmal offiziell kommen und es ist leider Fakt, also auch wenn man jetzt dann natürlich sagt, ja die Wall Street, die werden natürlich alle Begründungen liefern, das war ein abgekartetes Spiel, es ist kein sauberes Spiel, klar, aber es gibt eben trotzdem Fakten, genauso wie es in der Naturwissenschaft eben bestimmte Dinge gibt, die so sind, wie sie sind, es macht keinen Sinn, das zu bestreiten, jedenfalls auch nicht bestreiten als einziger innerhalb der Fed, ich hatte das auch gestern schon erwähnt. Erwähnt ist Robert Kaplan, Dallas Fed-Chef, der nochmal klar gesagt hat, die aktuelle Situation und diese Geschichten wie hier um GameStop, das liegt auch an uns. Some of that relates to the Fed purchases of securities every month. I think it's wise for us to acknowledge that. Ich denke, es ist weise, das zuzugeben. Ja, es ist sehr weise, denn jetzt ist die Fed in der Position, mit dieser ganzen Geschichte umgehen zu müssen. Diese Geschichte, die macht oder schlägt immer größere Wellen. Wir sehen hier bei Business Week hier schon die Titelblätter. Der Bullenmarkt, der natürlich nur durch Liquidität getrieben ist, da haben ein paar Leute scheinbar Bloomberg Terminals gefunden. Nein, die Early Adopter, die hatten Bloomberg Terminals, die anderen sind mitgelaufen. Jedenfalls zeigt es oder zeigt eine Entwicklung wie GameStop, dass ein Wert so hoch gepusht wird. Natürlich die totale Entkoppelung von der Realität der Finanzmärkte. Dementsprechend hat es eben schon etwas auf den Punkt gebracht und war wichtig, einfach weil die Absurdität des Ganzen damit nochmal klar beleuchtet wird. Ein Early Adopter, der allerdings dauerhaft erfolgreich ist, ist Jeff Bezos, der nach hervorragenden Quartalszahlen von Amazon gestern ja gesagt hat, ich trete erstmal zurück von der Verantwortung, von der Letztverantwortung. Er bleibt nach wie vor in einer Führungsposition, allerdings eher aufsichtsrechtlich, wird sich also aus dem operativen Geschäft mehr und mehr zurückziehen. Das war vielleicht die Meldung des gestrigen Tages, wenn wir uns mal die Amazon-Umsätze anschauen, von 1997 0,15 Milliarden auf jetzt 386 Milliarden, 2019 waren es noch 281 Milliarden. Das ist schön, das ist gut, aber es ist eben eine zu große Dominanz, ein zu großes Monopol, das wird die große Aufgabe der beiden Regierungen sein, hiergegen anzugehen und diese Monopole eben zu brechen, zumindest wieder Konkurrenz zuzulassen. Das gilt auch für Alphabet. Wer Publisher ist, wie ich das bin mit Finanzmarktwelt, der weiß, welche Bedeutung Google hat für die Zugriffe, dadurch, dass es praktisch kaum eine andere relevante Suchmaschine gibt und diese anderen Suchmaschinen wie Bing auch schlichtweg schlechter sind. Man muss das ja auch klar formulieren. Hier gestern Alphabet sehr, sehr gute Zahlen auch geliefert, nachbörslich 7,39% gestiegen. Also das sind sehr, sehr gute Zahlen, sowohl von Amazon als auch von Alphabet respektive Google. Jetzt die Frage, die JP Morgan stellt. Leute, wir haben hier absolute Blockbuster-Zahlen. Was, wenn nicht jetzt, wann sollen dann
die Tech-Märkte, wann sollen die Aktienmärkte jetzt wirklich eine Rallye zaubern? Oder ist all das eben schon drin? Sind diese tollen Zahlen letztendlich in den Kursen schon drin? Und wir sehen jetzt eine Korrektur aufgrund der extremen Long-Positionierung am Markt, aufgrund der Spekulationsexzesse, die wir auch am Optionsmarkt sehen, ja nicht nur GameStop. Das ist die große Frage. Hier sehen wir mal den Nasdaq in seinem Nasdaq 100, in seinem Trendkanal, Chart von Michael Silver, Figuring Out Money. Hier sehen wir, dass gestern respektive heute Nacht der Nasdaq Future hier oben an die Trendlinie angekommen ist, vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt schon ein bisschen über diese Trendkanalbegrenzung raus ist, das ist die Frage. Wir sehen aber, dass der Breadth nachlässt, also die Marktbreite lässt wieder nach. Es sind wieder die großen, eben die Fang-Aktien nach natürlich den Zahlen von Amazon und Alphabet, die hier den Sektor ziehen. Wenn wir uns diese Sektoren mal anschauen, sehen wir Finanzwerte gestern die großen Gewinner, aber Industrials, auch Materials, also diese ganzen Reflations Gewinner, die hier gestern gespielt wurden und natürlich auch Communication Services. Wir haben heute interessanterweise die Verbraucherpreise aus der Eurozone, 11 Uhr und wir hatten schon die Daten hier aus Deutschland gesehen mit einem sehr, sehr großen Anstieg, Mehrwertsteuererhöhung, CO2-Abgabe, all das hat wieder dafür gesorgt, dass die Dinge hier teurer werden. Wir sehen auch im Logistikbereich, dass die Dinge teurer werden, Transportkosten, Container, all diese Zusammenhänge, das dürfte uns jetzt in nächster Zeit begleiten. Hier noch mal dieser Cartoon, finde ich, bringt das sehr gut auf den Punkt. Hear no inflation, see no inflation, speak no inflation. Man ignoriert ja komplett die Asset-Preise-Inflation und sagt, wir haben zu wenig Inflation. Und eines ist es sehr interessant, jetzt soll der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi möglicherweise neuer Regierungschef in Italien werden. Direkter kann man eigentlich nicht kommunizieren. Dass die Notenbanker langsam auch die politische Herrschaft übernehmen, es reicht nicht, wenn sie die faktische Herrschaft schon haben durch ihre Geldpolitik. Jetzt wird auch diese Maske fallen gelassen und man ist direkt dann Regierungschef, der gute Mario. Und vielleicht noch abschließend hier dieses Cover, Game Over, thank you for playing, schön, dass ihr dabei wart. Und der Satz, Investing is a long-term game, das heißt ein langfristiges Spiel, das diejenigen bestraft, die ein short-term Mindset haben. Das ist vielleicht ein schöner Schlusssatz. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren was haben wir heute? Mittwoch. Und Ihnen das Allerbeste. Schauen Sie rein bei finanzmarktwelt.de. Es wird sich auch heute wieder lohnen. Bis dann. Servus und ciao.